Das hier ist Zwille. Um genau zu sein, eine Spezialversion von Zwille, extra für Stilbruch. Zwille begleitet genauso wie sein Zeichner seit über 30 Jahren die linksalternative Szene in Berlin. Gerhard Seyfried ist der Erschaffer und zu seinem 70. Geburtstag hatte sein Schützling Zwille in ein neues Abenteuer geschickt. Wir haben Gerhard Seyfried in seinem Atelier besucht und von ihm dort unter anderem erfahren, wie man so ein breites Zwille-Grinsen zeichnet. Gibt es noch was Witziges, wenn man Gesichter und Personen zeichnet, ganz unbewusst die Grimassen macht, die machen sollen. Also grinst oder die Zähne fletscht oder weiß Gott was alles. Das Studio, das ist eigentlich der Hauptaufenthaltsraum von mir. Wartehäuschen, Fabrik, Werkstatt. Ich muss allein sein natürlich, es ist ein einsamer Job und das ist auch das Schöne daran, man kann sich sehr gut konzentrieren. Und, mein Gott. Gut, ich mach das jetzt einfach. Zwille, das Anarchomännchen. Seit Anfang der 70er Jahre geistert es durch das Werk von Gerhard Seyfried. Einen erwachsenen politischen Lausbub nennt er ihn. Das passt auf die Figur und deren Schöpfer. Gerhard Seyfried ist der Kultzeichner der politischen Linken in Deutschland. Keine Kreuzberger WG-Küche kam ohne seine Comics und Plakate aus. Jetzt ist Zwille zurück, aber als Schluffi hat man es nicht leicht heutzutage. Zeiten ändern sich. Ja, was passiert da drin? Das ist, es fängt an mit Zwille, wie er Pech hat, also kein Sozi mehr kriegt, weil Comicfiguren nicht altern. Und da hat der Staat Angst, dass sie dann jahrhundertelang auf der Tasche liegen. Also haben sie kein Sozi mehr, keine Arbeit und dann wird das letzte besetzte Haus in Berlin geräumt, in dem sie wohnen. Dann sind sie auch noch obdachlos. Tja, und dann passiert alles Mögliche. Aber das ist quasi das letzte besetzte Haus hier auf dem Titel. 70 Jahre wird Gerhard Seyfried nun alt und ist kein bisschen und so weiter. In seiner Wohnung lauert sein Humor in allen Ecken. Die Zuckerdose, wasserlösliches Monster, bitte aufpassen. Das Kissen auf dem Sofa, kalter Krieg zum Kuscheln und noch mehr. Das nenne ich meine Selbstbeweihräucherungstafel. Das sind lauter Andenken und hier sind Teile meiner Polizeisternsammlung vertreten. Nur zwei in dem Fall. Und bei der Bahncard, das juckt sie in den Fingern, ja? Also Sie können kein Bild einfach so unbearbeitet lassen, oder? Ja, wo kämen wir da hin? Wo ist es denn? Hier, ja genau. Ja, ich fummel gern dran rum. Hier ist noch eine. In Gerhard Seyfrieds Privatarchiv lagern die Zeugnisse von 45, 50 Jahren linker Geschichte in Deutschland. All die Projekte, an denen er sich über die Jahre abgearbeitet hat. Das ist eigentlich das Erste, was ich für die, als er noch AL hieß, die Grünen letztendlich, nehme ich an, sind das. Das ist das erste Plakat, das ich für die gemacht habe. Ein Plakat für den Taz-Neubau in der Friedrichstraße. Und der Klassiker halt, das Ströbele-Plakat, das letztendlich daran schuld ist, dass ich so viele Wahlplakate machen musste. Gewerkschaftsbund. Und 1. Mai ist gut. Ja, das war mal für den DGB vor gefühlten 70 Jahren. Gibt es denn Ihrer Meinung nach noch sowas wie eine linke Bewegung im Moment? Oder? Ja, keine, die irgendwie durchsetzungsfähig wäre. Es ist halt alles sehr zersplittert, das ist das Ding. Ah, das sind streitende Linke, wer der Linkeste ist. Ich bin längst nicht mehr enttäuscht. Ich bin mehr ein Beobachter, ich schaue zu und schüttel vielleicht den Kopf, aber es regt mich nichts mehr auf. Und halt dann ja auch die SPD, deren Hauptangst ist, dass sie als links bezeichnet wird oder dass sie Gefahr läuft, in die Nähe auch nur von irgendwas Linken zu kommen. Das treibt die richtig um. Ich glaube, der SPD ist das Allerwichtigste, dass sie nur nicht für links gehalten wird. Ein linker Comiczeichner, der den Kopf schüttelt über die Linke. Es ist weit gekommen. Einer aber, immerhin, ja, hält die Stellung.
Natürlich gibt es noch Anarcho-Freaks und solche Typen irgendwie. Hoffe ich jedenfalls. Fertsch.